Herzlich willkommen beim Elektronenbeschleuniger BESSI 2. Wir sind hier in unserer großen Experimentierhalle. Hier wird mit Synchrotronstrahlung, also mit Licht, geforscht. Und hier stehen viele Experimente in der Halle und es gibt vieles zu sehen. Und wie das alles funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wir haben hier ein Modell von BESSI 2, von unserer Anlage. Im Inneren sieht man sehr schön unser Synchrotron, wo die Elektronen beschleunigt werden. Wir haben hier außen den Elektronenspeicherring mit den Magneten und Undulatoren und dort hinten unsere Beamlines, wo die Nutzer mit der Synchrotronstrahlung ihre Forschung betreiben. Und das Ganze schauen wir uns jetzt einmal vor Ort an. Ja, bevor wir in den Speicherringtunnel gehen können, müssen wir durch solch ein Strahlenschutzlabyrinth. Und dieses Strahlenschutzlabyrinth ist gesichert durch ein Personensicherheitssystem. Und bei betriebsfreier Anlage schützt uns solch ein Sicherheitsschlüssel davor, dass die Anlage nicht in Betrieb genommen werden kann, während wir uns dort drin befinden. Heute brauchen wir den nicht. Wir sind jetzt im Speicherringtunnel von BESSI 2. Das ist unsere Anlage, das, was wir so liebevoll unsere Maschine nennen. Wir haben hier sich wiederholende Sektoren mit Magnetanordnungen, die wir im ganzen Speicherring immer wieder finden. Und innerhalb dieser Magnete verläuft unser Vakuumsystem, in dem sich die Elektronen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit bewegen. Der Ring selber besteht aus 16 geraden Strecken und dazwischen müssen die Elektronen einen leichten Bogen beschreiben. Und dafür sorgen diese Dipolmagneten, die Elektronen auf ihrer Bahn ablenken. Wir haben auch noch Quadrupolmagneten, das sind diese roten hier. Die sorgen dafür, dass wir den Elektronenstrahl fokussieren, also dass wir ihn wieder bündeln, wenn er auseinanderfasert. Und es gibt auch noch Styramagneten, die dafür sorgen, dass die Elektronen auf ihrer Bahn gehalten werden, also horizontal und vertikal in ihrer Lage beeinflussen. Und jetzt gehen wir zu den Kavitäten. Hier haben wir unsere vier Speicherringkavitäten. Kavitäten sind Hohlraumresonatoren, in denen die Elektronen durch ein elektromagnetisches Wechselfeld genau das Maß an Energie zurückgeführt bekommen, das sie zuvor durch die Abgabe von Synchrotronstrahlung verloren haben. So, hier haben wir einen Undulator und dieser Undulator besitzt im Inneren eine flache Kammer, durch die sich die Elektronen in diese Richtung fortbewegen, im Vakuum. Und wir haben oberhalb und unterhalb Permanentmagneten angeordnet, die dafür sorgen, dass diese Elektronen eine permanente, vielfache Bahnänderung vollziehen müssen und dadurch viel Synchrotronstrahlung emittieren. Damit die Elektronen sich auch mit nahezu Lichtgeschwindigkeit durch diese Kammern bewegen können, braucht man innerhalb ein Ultrahochvakuum. Und dazu hat die Annette einen leckeren Versuch vorbereitet. Unser BESSI-Licht braucht Vakuum. Und warum? Weil das Licht ganz leicht von den Luftteilchen absorbiert, also geschluckt wird. Und dann ist es natürlich nicht mehr da, aber wir brauchen es ja für unsere Experimente. Vakuum ist, wenn keine Luft da ist. Die Luft ist ja um uns herum überall, sie ist durchsichtig, aber man kann sie spüren durch den Luftdruck, der überall auf uns draufdrückt. Und nun will ich zeigen, was passiert, wenn man einen Schokokuss in ein Vakuum tut, wenn man die Luft wegpumpt. Stellen wir den rein, den Deckel drauf und noch ein bisschen Licht. Und die meisten Leute denken jetzt, wenn man etwas wegpumpt, ist ja hinter weniger da. Und dass der Schokokuss eigentlich kleiner werden müsste. Und jetzt machen wir die Pumpe an. Und dann ist erstmal ganz viel Krach, so wie wir das auch in der Halle schon gehört haben. Und jetzt beginne ich an abzupumpen. Und man sieht, der Schokokuss wird immer größer. Obwohl ich die Luft rauspumpe, wird der Schokokuss größer. Noch größer. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass der Luftdruck, der bisher immer auf den Schokokuss gedrückt hat von außen, plötzlich nicht mehr da ist. Aber in dem Schaumzucker vom Schokokuss ganz viele klitzekleine Luftbläschen sind. Und wenn der Luftdruck von außen nicht mehr da ist, dann dehnen die sich aus und werden größer und größer und größer und zersprengen die Schokoladenhülle vom Schokokuss. Und deswegen wird der Schokokuss immer größer und größer.
Und wenn wir jetzt die Luft wieder reinlassen, was passiert dann? Dann kommt der Luftdruck ja auch zurück und der drückt dann wieder auf den Schokokuss. Und dann wird der Schokokuss wieder ganz klein. Hier ist es ziemlich eng. Normalerweise führen wir hier auch Besuchergruppen nicht hin. Aber hier ist unser LINAC, unser Linearbeschleuniger, der die Elektronen das erste Mal beschleunigt. Und wo die Elektronen herkommen, zeige ich jetzt weiter hinten. Wir haben hier unser Elektronengang. Die besitzt eine thermische Glühkathode im Vakuum und erzeugt freie Elektronen. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt für die Reise der Elektronen. Hier werden sie erzeugt, hier machen sie sich auf den Weg und sie werden dann das erste Mal mit dem Linearbeschleuniger in diese Richtung beschleunigt. Und jetzt gehen wir in die Experimentierhalle. Wir waren eben im Speicherringtunnel und haben gesehen, wo die Synchrotronstrahlung erzeugt wurde. Jetzt sind wir in der Experimentierhalle und können unsere Beamlines sehen. Am Ende dieser Beamlines ist jeweils ein Experiment aufgebaut, an dem mit Synchrotronstrahlung geforscht wird. Und wie die Anlage betrieben wird, das sehen wir jetzt im Kontrollraum. Wir sind jetzt hier im Kontrollraum von BESI 2. Von hier aus wird die Anlage betrieben oder gefahren, wie wir sagen. Hier laufen die Störmeldungen und Alarme auf, hier werden die Betriebsmodi eingestellt und hier werden auch Anlagenparameter verändert. Das Ganze macht ein Operator im Schichtbetrieb, 24/7. Und zum Betrieb der Anlage ist auch nur dieser eine Operator erforderlich. Aber um die ganze Anlage am Leben zu halten, braucht man eine große Mannschaft von technischen Experten im Hintergrund, die die Komponenten pflegen und im Rahmen von Rufbereitschaften erreichbar sind. Und mit unserem BESI-Licht können wir auch Momentaufnahmen von sehr schnellen Prozessen herstellen, diese sozusagen einfrieren. Und wie das genau geht, zeigt uns mein Kollege Thorsten. Okay. Ja, was unsere zeitaufgelösten Experimente angeht, da haben wir uns überlegt, das vielleicht mal so ein bisschen darzustellen, so dass man das wie im echten Leben nachvollziehen kann. Und was sich da am besten eignet, ist ein sogenanntes Stroboskop. Stroboskop ist eine Blitzlampe, die sendet einfach Lichtblitze aus. Und solche Stroboskope kann man benutzen, um Vorgänge, die sich immer wiederholen, sehr langsam darzustellen und sich dann auch ganz genau anzuschauen. Ein Beispiel, was wir hier haben, ist so ein kleiner Springbrunnen mit einem fluoreszierenden Wasser. Das ist einfach so ein Wasserbecken mit einer kleinen Tauchpumpe, wie im Garten. Und hier oben kommt ein Wasserstrahl heraus. Wenn man sich diesen Wasserstrahl ansieht, mit normalem Licht, mit einer Taschenlampe, dann sieht man, dass das ein ganz chaotisches Verhalten ist. Ja, einfach so ein relativ glatter Wasserstrahl, der aber doch ziemlich durcheinander läuft. Wenn man sich diesen Wasserstrahl mit dem Stroboskop anschauen, mit einer Blitzlampe und die Frequenz richtig wählen, dann kann man sehen, dass in diesem Wasserstrahl durchaus eine Struktur ist. Wir sehen einzelne Tropfen, die man ganz klar auseinanderhalten kann. Und wenn man die richtige Frequenz einstellt, dann kriegt man diese Tropfen auch so zum Stehen. Das liegt jetzt nicht an dem Wasserstrahl an sich, das liegt an der Pumpe. Weil die Pumpe, die läuft natürlich mit 50 Hertz und macht immer wieder Druckschwankungen. Diese Druckschwankungen, die sehe ich hier. Warum sehe ich es mit dem normalen Licht nicht? Weil wir jetzt immer nur zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, wenn der Tropfen an dieser Stelle ist, auf den Strahl schauen und den Rest sehen wir nicht, weil das Licht dann aus ist. Es ist dann dunkel. Was hat das jetzt mit BESI zu tun, dieser Wasserstrahl? BESI an sich funktioniert eigentlich auch wie ein Stroboskop. BESI macht das Röntgenlicht, was es erzeugt, oder den weiten Spektralbereich, den es erzeugt, nicht gleichmäßig in der Zeit, sondern auch im Sinne von Lichtblitzen. Die Elektronen, die in dem Speicherring umlaufen, die laufen da nicht gleichmäßig verteilt um, sondern in kleinen Paketen. Und jedes Mal, wenn so ein Elektronenpaket vorbeikommt, macht es einen Lichtblitz. Diese Lichtblitze sind sehr, sehr viel schneller als das, was wir hier vor uns haben. Eine Milliarde Mal schneller als das, was wir hier sehen können. Und natürlich können wir ganz andere Vorgänge damit beobachten.
Jetzt sind wir in der Experimentierhalle. Hier auf dieser Ebene wird mit der Synchrotronstrahlung oder dem Synchrotronlicht gemessen. Die Proben, die wir verwenden, benötigen bestimmte Bedingungen, bestimmte Temperaturen oder Drücke. Und diese Bedingungen stellen die Kollegen von der Probenumgebung her. Einmal im Jahr erzeugen wir die tiefen Temperaturen an der langen Nacht der Wissenschaften, um leckeres Eis zu machen. Normalerweise erzeugen wir die tiefen Temperaturen halt für Wissenschaftler, die zu uns hier nach Berlin kommen mit ihren Proben. Und wir als Probenumgebung sorgen eben für bestimmte Bedingungen. Das können eben die tiefen Temperaturen sein, das können Magnetfelder sein, hohe Temperaturen, elektrische Felder, aber auch Gase bei bestimmten Drücken. Und ja, ich stehe jetzt gerade hier vor einem Experiment. Und zwar sieht man einmal den Strahlengang. Der Strahl würde hier rauskommen, würde hier auf die Probe treffen, gestreut werden und auf den Detektor treffen. Das heißt, die Probe sitzt genau hier. An der Stelle muss die tiefe Temperatur oder das Magnetfeld oder der Druck herrschen. Ist gekapselt, wir brauchen Vakuum drum. Und das ist genau die Herausforderung. Ja? Wir brauchen die extremen Bedingungen und trotzdem soll der Strahl noch auf die Probe treffen und auch wieder herauskommen. Und das ist aber, was wir normalerweise den Wissenschaftlern zur Verfügung stellen und was wir auch schaffen. Jetzt wollen wir uns etwas mit der Forschung beschäftigen. Wir sind hier in einem unserer vielen Labore, dem MX-Labor. Hier wird Proteinkristallographie gemacht. Und was das genau ist, das zeigt uns jetzt die Tatjana. Wir untersuchen hier Proteine, das sind Eiweiße. Wir wollen gerne die Struktur von diesen Proteinen herausfinden, damit wir damit dann auch die Funktionen von ihnen ermitteln können. Dadurch kann man zum Beispiel auch Medikamente entwickeln. Das machen wir hier am BESSI, weil wir dafür besonders starkes Röntgenlicht benötigen. Und ich bereite gerade hier die Proben vor für die Messung. Zunächst markiere ich mir die Proben, die ich messen möchte. Und diese Proben müssen gekühlt werden mit flüssigem Stickstoff. Und den hole ich dafür hier. Die Proteinkristalle muss ich jetzt hier rausholen. Das mache ich mit einer Art Lasso, um die Kristalle einzufangen. Diese Kristalle sind sehr klein im Mikrometerbereich. Dadurch ist es dann auch besonders schwierig, diese hier rauszuholen. Aber wenn man einen hat, kann man den direkt einfrieren und zur Messung bringen. In dem MX-Labor, in dem wir eben waren, wurde auch Corona-bezogene Forschung betrieben. Da zeigt es sich einmal wieder, wie wichtig es ist, dass wir Forschungsinfrastrukturen betreiben und bei Bedarf auf diese Infrastrukturen auch zurückgreifen können. Ein weiteres wichtiges Forschungsgebiet des HZBs ist die Forschung an Solarzellen. Da gehen wir jetzt einmal hin. Hier hätten wir dann ein solches Beispiel einer Perovskit-Silizium-Tandem-Solarzelle. Die wurde auch hier hergestellt, wo wir tatsächlich auch einen Rekordwirkungsgrad von 29,15% erzielen konnten. Um allerdings auf dieses Produkt am Ende zu kommen, ist einige physikalische Grundlagenforschung vonnöten. Und die passiert dann eben hier in einer solchen Ultrahochvakuumanlage. Die besteht zum einen aus einer Präparationskammer, in der man diese dünnen Filme herstellen kann, sei es durch Aufdampfen zum Beispiel. Und die eigentliche Wissenschaft, also die Untersuchung der elektronischen Struktur, passiert dann in der sogenannten Analysekammer, wo wir Photonen aus unterschiedlichen Photonen oder Anregungsquellen, zum Beispiel einer Röntgenquelle, anregen können. Die Elektronen, die werden dann vermessen, die kinetische Energie dieser Elektronen, um dann auf die elektronische Struktur schließen zu können und dann am Ende hoffentlich passende Eigenschaften zu haben, sodass wir eben hocheffiziente Technologien herstellen können. Unsere Probe können wir dann über das sogenannte Load-Lock hier
einschließen. Das Primelige an dem Ganzen ist jetzt der Transfer zu der Analysekammer selber. Es ist eine Ultrahochvakuumkammer, wir können nicht einfach reingreifen. Und dafür benutzen wir dann diese Transferarme. Das heißt, wir packen die Probe, die wir gerade eingeschleust haben, auf den Transferarm in die Präparationsfahrkammer, auf den nächsten Transferarm. Dort bewegen wir dann die Probe an das andere Ende, um dann die Probe auf den nächsten Transferarm zu packen und dann schließlich durch das Öffnen der Schleuse hier in die Analysekammer dann schließlich zu gelangen, wo wir dann die Probe mit UV-Strahlung oder Röntgenstrahlung beschießen können und dann die emittierten Photoelektronen mit dem Detektor vermessen können. Ganz wichtig für Bessie und das HZB ist die Zusammenarbeit mit Partnern. Eine der wichtigsten davon ist die PTB. Die PTB betreibt hier am Standort eigene Beamlines, macht viel für die Industrie und manches davon ist sogar ein bisschen geheim. Schauen wir einfach mal rein. Hallo Christian. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen in der PTB. Kommt doch rein, wir haben schon mal was vorbereitet. Die PTB, das ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Das ist das Deutsche Meteorologieinstitut. Wir kümmern uns also um das Messwesen. Wir sind schon sehr lange bei Bessie 2. Wir sind so lange hier, wie es Bessie 2 gibt. Und wir waren auch schon bei Bessie 1. Wir sind deswegen hier, weil wir Strahlungsleistung am Bessie messen, von Röntgenstrahlung. Hier habe ich zum Beispiel mal so einen Strahlungsdetektor. Das ist ein Strahlungsdetektor für Röntgenstrahlung. Wenn Röntgenstrahlung auf diese spiegelnde Fläche trifft, entsteht ein Strom. Und wir können messen, wie viel Strom, wie viel Röntgenlicht entspricht. Eine andere Anwendung der Synchrotronstrahlung bei Bessie 2 ist die Messung von dünnen Schichten. Das ist eine hochreine Siliziumkugel, die an der Oberfläche eine dünne Oxidschicht hat. Mit Hilfe dieser Kugel wurde im Mai letzten Jahres das Kilogramm neu definiert. Und zwar haben wir gemessen, wie viele Siliziumatome in dieser Kugel sind und mussten dazu wissen, wie dick die Oxidschicht ist. Und das haben wir bei Bessie gemessen. Als PTB sind wir auch Kooperationspartner von der Europäischen Raumfahrtagentur, der ESA, und stellen hier Infrastruktur, um Siliziumporenoptiken zu charakterisieren, die für das neue Athena-Weltraumteleskop benötigt werden. Diese Siliziumporenoptiken werden von Cosine Measurement Systems in den Niederlanden hergestellt und hier einmal Qualitätstests und einen Produktionsschritt unterzogen. Diese kleinen Stacks hier sind die sogenannten Siliziumporenoptiken. Jede einzelne von diesen Poren ist eine Spiegeloberfläche, die später in dem Teleskop benötigt wird. Man braucht zwei von diesen Stacks, um eine Optik herzustellen. Diese Optiken werden hier im Röntgenlicht aneinander ausgerichtet, um dann in 12 Meter Entfernung den Brennpunkt im Teleskop zu erreichen. Diese Siliziumporenoptiken werden dann als große Spiegeloberfläche im Weltraumteleskop Athena eingesetzt, das hoffentlich 2031 in Weltraum startet und unter anderem schwarze Löcher charakterisieren soll. Ihr habt jetzt viel gesehen und über Bessie gelernt und einen Einblick in unsere Forschung erhalten. Für mich beginnt jetzt die Spätschicht. Ich mache mich auf den Weg in den Kontrollraum.